Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Werners TT-Bahn und zu einer fröhlichen Bastelstunde Spur TT. Ja, ihr steht heute mal da auf der Ansage, weil es geht gleich da drüben weiter. Ich kann bloß die Ansage da drüben nicht machen, weil da die Dachschräge ist und ich immer so ein bisschen leicht gebeugt da stehe. Macht sich das nicht so gut. Ich will euch nur mal ganz kurz zeigen, wegen den Gleisen prünieren oder rostig darstellen oder so. So, es gibt zwei grundlegende Angelegenheiten, meines Erachtens nach. Ich meine, es macht eh. Ich glaube, es gibt keine Ahnung, wie viele Modellbahner und dabei gibt es mindestens die Hälfte davon, die es auf irgendwelche unterschiedliche Weise macht, die Schienen zu rosten, sozusagen, also zu prünieren. Ich habe jetzt verschiedenste Sachen ausprobiert. Bei mir sind es alles Bestandsgleise. Bestandsgleis nenne ich es jetzt, weil bei mir das Gleise darstellen, die schon länger liegen. Also mache ich eine Neubaustrecke, tue ich die Gleise vor dem Schottern entweder im ausgebauten Zustand oder im eingebauten Zustand, aber vor dem Schottern prünieren. Mit der Schotter keine Rostfarbe kriegt. Wer Gleise beobachtet, die länger liegen oder schon genauer hingeguckt hat bei Gleisen, die länger liegen, hat man immer die Rostspuren von dem Schienen mit auf dem Schotter. Und so will ich das bei mir darstellen. Also ich habe keine Neubaustrecken bei mir, die ich darstelle. Ich habe bei mir alles Bestandsstrecken. Daher das mit dem Bestand. Also es ist nichts neu geschottert oder so. Es sind halt Strecken, die schon länger liegen. Und ich habe, wie gesagt, verschiedenste Sachen ausprobiert. Leonthal hat damals, da war er noch in H0 unterwegs. Jetzt ist er ja in der Spur 0 unterwegs. Trotzdem sehr sehenswert, also diesen Kanal kann ich wirklich nur empfehlen. Hat das damals gezeigt, wie er das macht, im ausgebauten Zustand oder auch im eingebauten Zustand mit Airbrush. Habe ich auch probiert. Da war mir der Aufwand, ehrlich gesagt, zu viel, weil ich habe meine Gleise hier schon liegen. Wie gesagt, weil ich das ja so darstellen will, dass die Gleise schon länger liegen und der Schotter mit Rostspuren hat und so, war mir das echt zu kompliziert, dann auch mit der Abkleberei und ja, also das habe ich für mich persönlich verworfen. Also habe ich das jetzt mit dem Pinsel gemacht. Ich habe da, zeige ich euch dann von der einen Firma die Farbe, mit der habe ich jetzt 99% meiner Gleise gemacht. Ich habe ein kleines Stückchen mal mit einer anderen Farbe gemacht, das probiert, funktioniert auch, ist aber nicht ganz der gewünschte Effekt. Entschuldigung, ich habe hier irgendwas im Auge. Ist nicht ganz der gewünschte Effekt und deswegen bin ich wieder auf die Farbe, mit der ich es bis jetzt gemacht habe, zurückgegangen. Ja, wie gesagt, ich habe das, man kann wirklich sagen, fast 100% per Pinsel gemacht. Kleinen, dünnen Pinsel. Das, was zeige ich euch dann, das, was oben auf die Schienenköpfe kommt, wird abgewischt und der Rest wird dann noch mit einem groben Pinsel verbürstet. Das mit dem groben Pinsel zu verbürsten, das mache ich jetzt, bin ich heute drauf gekommen, deswegen mache ich eigentlich das Video, weil das andere ist nicht so spektakulär, aber das gefällt mir richtig gut von der Ansicht, von der Optik her. Ja, wäre ich da nur mal früher drauf gekommen, ich mache jetzt die Gleise natürlich nicht alle nochmal neu. Aber die ich jetzt noch machen muss, ist nicht mehr viel, aber das, was ich jetzt noch machen muss, mache ich auf diese Art und Weise. Und das will ich euch mal ganz kurz zeigen, wie ich das mache. Also wie gesagt, wer Neubaustrecken darstellen will und der Schotter soll nicht mit Rost gestrichen werden oder dargestellt werden, der macht es vorm Schottern und wer Bestandsstrecken hat, die schon länger liegen, wo der Rost abfärbt auf den Schotter, der macht es nach dem Schottern. Also, ich habe hier im Bahnhof, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen, nicht erschrecken, so. Hier habe ich ja die Gleise neu gemacht.
Die habe ich jetzt auch trainiert. Und das sind meine einzigsten Neubaustrecken. Das lasse ich auch so. Das ist halt dann später dazugekommen. Und ja, so kleine Unterschiede kann man schon machen. Also ich habe dann zwei verschiedene. Also das hier sind die Bestandsgleise. Da ist der Schotter mit trainiert teilweise. Und hier wird der Schotter sauber sein. Dann habe ich da vorne hier noch die zwei Spangen. Die habe ich auch trainiert, die ich dann neu nachträglich eingebaut habe und das Stückchen Strecke und so weiter und so fort. Also das wird auch eine Neubaustrecke darstellen oder ein Neubauteil darstellen. Und der Rest ist alles Bestand. Also jetzt gehen wir mal darüber. Ich hole euch gleich ein bisschen näher ran mit der Kamera. Und da zeige ich euch mal, was ich meine und wie ich das vorhabe zu machen oder wie ich es jetzt gemacht habe und das wirklich optisch für meine Begriffe gut aussehen zu lassen. Also, klarer Umbau, bis gleich. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das hier ist die Farbe, die ich nutze. Das ist eine Firma, die heißt so, Modellbahn. Und da kann man auch Schotter und anderes Zubehör noch für den Gleisbau kaufen. Die Farbe heißt Rostschiene, also Rostbraun. Es wird angeboten in einer Zwei-Kombination. Also es gibt normalerweise, wenn man das Video dazu schaut, wie die das machen, gibt es da noch einmal eine graue Farbe, einen leichten Grauton oder Anthrazit als Vorstreichfarbe und das hier wäre dann der zweite Anstrich. Den Voranstrich lasse ich weg. Ich mache nur diesen zweiten Anstrich, das Rostbraun. So, und jetzt will ich euch mal zeigen, wie ich das mache. Also hier steht da drauf, gut aufschütteln. Das mit dem Aufschütteln habe ich euch ja gezeigt. Aber das ist jetzt schon wieder eine Minute her, wo ich das gemacht habe. Schüttle ich das selber noch mal kurz auf, ohne Bohrmaschine. Und jetzt. Also die ist sehr ergiebig, die Farbe. Ihr müsst da nicht viel in euer Schälchen machen. Ich mache es aber in die Schälchen, weil es einfach sich besser darstellen lässt. Also ich habe das hier in so einem Schälchen drin. Benutzen tue ich, ich habe teilweise das mit diesen kleinen Pinseln gemacht hier. 10-0 ist die Größenbezeichnung, den habe ich im Obi gekauft, im Bastel, in der Bastelabteilung. Sind sehr feine Pinsel, sind aber für den Gleisanstrich eigentlich nicht so wirklich zu gebrauchen. Ich nehme jetzt hier den Dreierpinsel, Naturhaar, der ist etwas dicker, aber wenn man damit in die Farbe reingeht und die Spitze ein bisschen dreht, geht das und er nimmt halt mehr Farbe auf. Der andere hat so gut wie keine Farbe und da kommt man überhaupt nicht ran, voran. Jetzt ist hier ein bisschen was reingefallen. So, und dann gehe ich ganz einfach hierher. Bin ich noch im Bild? Ja. Gehe vorsichtig dazwischen und streiche das hier so lang. Wenn da was auf die Schiene kommt, alles halb so wild, zeige ich euch gleich. Gehe weiter hier so lang, dass das so gut wie deckt. Aber das muss jetzt noch nicht so perfekt sein. So, jetzt habe ich das hier so gestrichen. Dann ich mache es, man kann es auch mit einem Lappen oder mit einem Tuch machen. Ich nehme einfach den Finger, wische den Schienenkopf oben drauf wieder sauber. Die Gleise werden dann eh hinterher komplett nochmal gereinigt. Und dann habe ich hier so, ja, das ist hier gerade alles ein bisschen spiegelverkehrt, so ein Grobpinsel, ganz preiswert, da steht gar nichts drauf. Da war mal in so einer Tüte drin mit, was weiß ich, 5, 6, 7 Pinseln für ein paar Euro, für 3, 4 Euro. Und der ist schön grob und den nehme ich jetzt und streiche einfach vorsichtig hier so lang. Und ihr seht, erstens mal verteilt sich die Farbe fast auf das Doppelte.
Und zweitens mal ist der Schotter und die Schwellen mit den Rostbraun mit behandelt und es ist nicht so aufdringlich. Also ich kann dann noch ein bisschen weiter bürsten, wenn ich will. Wenn mir das zu viel ist auf den Schwellen, dann gehe ich ein bisschen weg vom Gleis und gehe nur über die Schwellen drüber. Und dann habe ich hier meine Schwellen und den Schotter leicht mit gebräunt. Und das Ganze kommt jetzt auf der Innenseite auch noch. So, jetzt mache ich wieder den Schienenkopf sauber. Und jetzt nimmt man wieder den Pinsel. Streicht er so lang. Und schon ist das wieder gebräunt. Und die Schwellen sind ganz zart mit der Farbe mitbehandelt. Also das ist jetzt nicht so aufdringlich. Also ich finde das wirklich im Moment die beste Variante, die ich dargestellt habe oder mit der bin ich am zufriedensten. Also ich habe das vorher ganz einfach nur immer gepinselt und mal mit dem Finger so drüber gestrichen oder in der Mitte mal mit dem Finger lang. Das sah alles nicht so richtig gut aus, aber das gefällt mir jetzt richtig gut. Das nehme ich mal kurz mich aus dem Bild. Das hier ist jetzt die Auffahrt. Hoch in die Gleiswendel rein, die dann runter geht zum anderen Bahnhof, hier zum Hauptbahnhof mit der Nebenstrecke. Weiß jetzt nicht, wie ich es erklären soll. Und da habe ich das zum ersten Mal gemacht mit der Pinselmethode hier, mit dem breiten Pinsel. Und ich muss sagen, ich bin wirklich hellauf begeistert. Was man vielleicht noch nacharbeiten muss, ist dann solche Gleisübergänge. Wenn die da sind, die sind dann wieder relativ silbern hinterher, da geht man noch mal ganz leicht mit dem Pinsel drüber und dann ist das auch erledigt. Genau, das war es dann hier soweit. Wenn wir jetzt einmal ganz kurz hier hinten sind, mal gucken, ob ich euch weit genug hierher gerückt kriege. So, jetzt kann man da hinten in der Ecke. Das war das Gleis, was da jetzt, der Stummel, was da jetzt ist, das war die frühere Zufahrt oder die Abfahrt, die unter der Anlage rumging und drüben wieder hoch in den neuen Güterbahnhof, was ich ja geändert habe. Weswegen die ganzen Baumaßnahmen eigentlich da drüben stattgefunden haben. Ihr seht, da hinten habe ich jetzt auch schon angefangen zu prünieren, da geht es jetzt weiter. Da in der Ecke das Gleis, das gebogene Gleis wird wegkommen. Das geht dann geradeaus weiter und das kleine Stück, was da hinten ist, ich müsste jetzt schätzen, ich denke mal, es sind 60, 70 cm, gehe ich gerade rein mit einer Weiche gleich vorne dran und mache da so ein Doppelgleisrinder als kleinen Haltepunkt. Unwichtig eigentlich, aber einfach nur für die Schienenbusse, dass da noch ein Haltepunkt zusätzlich kommt. Das wird nicht sehr breit, das wird vielleicht 20 cm breit oder so. Und das war's dann. Einfach nur, dass da hinten die Ecke ein bisschen ausgefüllt ist. Die benötige ich ja nicht mehr. Und das Gleis, was hier runter ging, das war jetzt dann gleich hier daneben. Das ging dann hier runterwärts. Das habe ich komplett demontiert und weggemacht. Das brauche ich ja nicht mehr. So, jetzt kann man das hier von der Seite noch mal schauen. Das hier sind die Abstellgleise, die werden auch noch trainiert, wenn ich hier einmal in der Ecke bin. Und dann haben wir da drüben den neuen Güterbahnhof. So, ach ja, wo ich noch drauf kommen wollte, ist, mal gucken, ob wir das reinkriegen. Oder hier, eigentlich auch nicht so richtig, aber das hier ist zum Beispiel so eine Kurve, die sehe ich von beiden Seiten. Also wenn ich drüben auf der Seite stehe, wo ich meinen Computer habe, sehe ich sie von der einen Seite und wenn ich reinkomme, sehe ich sie von der anderen Seite. Weil normalerweise braucht man ja eigentlich nur
zwei Gleise, also zwei Seiten zu streichen, weil die hintere sieht man ja im Normalfall nicht. Es gibt aber Stellen an der Anlage, wie was bei mir, wo ich von beiden Seiten sehe, wo ich wirklich alle vier Seiten trainieren muss. Das ist natürlich nicht überall, aber es gibt so ein paar kleine Ecken, wo das so ist. Also da bitte darauf achten, wenn ihr Gleise trainiert, dass es solche Stellen auch geben kann. So, ich würde sagen, das war's jetzt für heute. Also viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann. Tschüss, euer Werner und danke fürs Reinschauen.